Vom 12.04. bis zum 15.04.2023 haben sich die vier UNESCO-Projektschulen aus Bremerhaven und Bremen zur Welterbetagung getroffen. Also mein Highlight am ersten Tag im Rathaus waren der französische Botschafter und der Bürgermeister von Bremen. Das hat mir ziemlich doll gefallen, dass ich das einsehen könnte und dass ich dabei war, dass ich die Chance hatte, dabei zu sein. Also mein Highlight am ersten Tag war, glaube ich, dass wir uns mit dem Bürgermeister zusammensetzen konnten und den getroffen haben. Und irgendwie auch dann die Räumlichkeiten zu sehen, war auf jeden Fall ziemlich cool. Dass das Rathaus sehr groß war von innen und die ganzen Bilder und Statuen. Und ja, hatte ich nicht so erwartet, dass das so genau aussieht von innen. Ich glaube, ich fand den Spiegel sehr schön, weil es eine schöne Darstellung ist. Also einmal, dass man die Vergangenheit sehen kann, dass man sich selbst als die Gegenwart sieht und sieht, dass die Zukunft ungewiss ist und damit gleichzeitig auch sehen kann, dass man aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart lernen kann, um in der Zukunft etwas besser zu machen. Spannend war die Führung durchs Rathaus, informativ die Einblicke zum Thema Welterbe zu diesjährigen Motto des Welterbetages Unsere Welt, unser Erbe, unsere Verantwortung und zu UNESCO allgemein. Am zweiten Tag begann die künstlerische Arbeit im Güterbahnhof, ein Ort für Kunst und Kultur. Wir konnten zwischen den Workshops Graffiti, Performance und Podcast wählen. Okay, wenn ich kurze Räume benutze. Mir gefällt an der Werkstatt besonders gut, dass das aufgeteilt ist von der Menge her, dass jeder etwas zu tun hat und dass es auch Spaß macht vor allem. Also das ist das Wichtigste, finde ich. Das Wort respektlos geeinigt. Das soll darstellen, dass auf der einen Seite bei einem Respekt sind es positive, eine sozusagen funktionierende Welt, wie sie hoffentlich aussehen wird, wenn wir uns respektvoll gegenüber der Erde, der Natur und Kultur verhalten. Und bei dem Los sind das halt eher eine zerstörte Welt, wenn wir nicht auf die Umwelt und alles achten. Ich halte von der Methode, Kunst und der Welterbe zu nähern, eigentlich voll gut. Also ich finde, kreativ sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, ist immer ganz cool, auch wenn es politisch ist, weil man über den Weg einfach das Thema ganz gut aufgreifen kann und auch für alle einfach beispielhaft darstellen kann. Ich finde es schön, dass wir eine Performance zusammengestellt haben und auch mit einer Art tänzerischen Elementen arbeiten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir alles selbst gestalten durften und alles selbst zusammengestellt haben und uns selbst ausgedacht haben. Mir gefällt es an der Werkstatt besonders, dass ich halt mit meinen Freundinnen beide was unternehmen kann und dass wir was erstellen können und mir das selber anzuhören und dass alle anderen sich das auch anhören können. So, sie war halt Roland und ich habe dann so extra einen Steckbrief aufgeschrieben und habe das dann in Farben umgeformelt, damit halt die Leute, die später diesen Podcast hören werden, ein bisschen mehr über halt, oder wenn nicht, dann halt die Geschichte von Roland erfahren. Und meine erste Frage wäre dann, wie zum Beispiel du jetzt heißt für die meisten Zuschauer, die das nicht mitbekommen haben. Ich heiße Roland, so gesagt der Bremer Roland. Der Bremer Roland, ach so, okay. Wann bist du geboren, beziehungsweise wann hat deine Epoche angefangen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn zu meiner Zeit wurde es nicht aufgeschrieben. Daher weiß ich es nicht und es tut mir leid, dass ich es nicht beantworte. Der UNESCO-Welterbe-Podcast. Hallo, wir sind Bonnie und Jana und wir reden heute über das Thema Eurozentrismus. Unsere Problemfrage
dabei wird sein, wie kommt es dazu, dass Europa die meisten Welterbestätten hat? Wir haben uns mit dem Thema, also Bonnie und ich, Eurozentrismus beschäftigt und wir haben bei der Karte, die uns am Mittwoch gezeigt wurde, mit den Welterbestätten, ist uns aufgefallen, dass ganz viel in Europa zentriert ist und etwas weniger als 50% der Welterbestätten sind in Europa und wir haben uns damit beschäftigt, warum das so ist. Also ich finde, was bei dieser Tagung ganz besonders ist, dass wir auf jeden Fall viel mehr Freiheiten haben. Also es ist super cool, finde ich, dass wir einfach arbeiten können, wann wir wollen und wo wir wollen und eben unsere eigene Zeitorganisation haben, aber eben auch immer uns Hilfe suchen können bei den Teamerinnen und bei den Leuten, die halt hier vor Ort sind und immer dann auch Unterstützung bekommen. Das Weltkulturerbe und das Weltnaturerbe ist einfach ein sehr interessantes Thema, zu dem ich gerne was erfahren wollte. Ich würde meinen Mitschülerinnen und Mitschülern empfehlen, hierher zu kommen, da es viele Workshops gibt. Zum einen Graffiti, Performance, Podcasts und viele andere Dinge. Und man kann sich hier sehr gut informieren, sowohl über das Rathaus als auch über den UNESCO-Welterbe. Man kann sehr viel verstehen und mitnehmen. Ich würde Mitschülerinnen dieses Jahr empfehlen, das mitzumachen, weil es auf jeden Fall Spaß macht, was Neues zu machen, nicht was wir alltäglich machen. Und neue Menschen sind immer gut drauf. Also ich würde nächstes Jahr Leuten empfehlen, daran teilzunehmen, weil es einmal sehr, sehr Spaß gemacht hat und weil es sehr schön ist, in einer anderen Weise sich mit so einem Thema zu beschäftigen.